weiter so starrst, werden dir noch die Augen aus dem Kopf sprengen. Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sind wieder in Novigrad und wir müssen jetzt eine Frau finden, die sich die Träumerin nennt. Und die werden wir jetzt mal aufsuchen. Ja, wollen wir mal gucken, wo sie ist. Verdammt, schon wieder verlaufen. Die Kanalisation fließen, Mekta, ich hab's eilig. Na komm schon. Wir müssen zur alten Träumerin. Ich hoffe, sie kann uns beim Schlafen helfen. Ich muss wahrscheinlich hier rein. So, da bin ich. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkheer. Von den de Jonkheers, ja. Meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Weshalb stehst du hier? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Nimm Marotte von mir. In Wahrheit sehr nett von dir. Schwarzen abhängig. Wirtschaft. Nur weil ich zwei Schwerter habe, bin ich automatisch gleich ein Hexer? Komm, komm. Hallo. Du sollst reingehen. Geht doch. So, wollen wir mal bei den Hexer sind, alles hier abklappern, alles mitnehmen. Oh, hier gibt's auch mehr zu looten. Nimm doch mal alles mit. Was sich hier so anbietet. Zack, 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 zack. Alles mitgenommen, super. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Wir haben doch diese komische Lampe. Kann die uns helfen? Stell das bitte hin! Das ist Blut! Nicht verschütten, bitte! Hä? Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Komisch. Ich dachte, die Lampe könnte was anzeigen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Oh, richtig ab, Mädel. Ich geh mal nach oben. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf! Die Puppe. Der Dachboden. Die Puppe und der Dachboden? Na schön, mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Oh Gott, was ist mit der los? Ich mache das hier trotzdem schon mal mit. Man kann nie vorsichtig halt, genug sein. Geh weg. Tu das nicht.
das? So. Alles mitgenommen. Dachboden geht wahrscheinlich da lang. Hier kann ich noch ein bisschen looten. Na komm. Na komm. So, mitgenommen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Oh Gott. Dann klettern wir mal nach oben. Huch, mit E war das. Oh, was ist der Kamera los hier? Weil, vermutlich, weil das hier ein bisschen zu eng ist. Gut. Licht kommt an. Nicht in den nächsten Raum. Aha, geht doch. Mal gucken, was wir hier so alles finden. Blumenpuppe. Boah, gibt es hier viel zu aufzuheben. Das ist ja mal cool. Huch, da ist noch was. Na komm. Habe ich. Welches Bild? Hier ist ein Bild? Wo ist ein Bild? Hier ist doch kein Bild. Aber ich lass trotzdem mal die Hexer sind aktiv. Autsch, bin runtergefallen. Ne, Quatsch, da kam ich ja rein. Hui. Aha. Wir haben noch was gefunden. Schalter oder was? So, was haben wir hier Schönes? Hm. Ein geheimes Lager offensichtlich. Komme ich nicht rein. Was für ein Bild soll ich denn untersuchen? Hm. Ups, falsche Seite. Untersuche das Bild. Was denn für ein Bild? Müssen wir jetzt mal kurz im Inventar nachgucken. Irgendeine Art Bild. Hm. Was denn für ein Bild? Träume in Novigrad. Versuche das Bild. Was denn für ein Bild? Hmm.
gibt ja ein Bild. Muss ich mal kurz gucken. Stahlwaffe. Auch Questbücher. Was denn für ein Bild? Ich bin gerade extrem verwirrt. Inventar. Bücher, Tutorial, Charakter. Bücher, wenn schon, oder? Questbücher, die Herren des Waldes. Zack, 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 zack. Also ich habe kein Bild dabei. Bild, Bild, Bild. Was denn für ein Bild? Ach, das Bild. Papier, das aus Hessik gemalt wurde, anscheinend von einem Kind. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Das werden wir mal sehen. Hier? Ne, im ersten Stock, also unten wahrscheinlich. Darunter, ja, darunter steht. Hui. Benutzen. Finde heraus, warum die Tür zugefallen ist. Untersuchen. Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Im Keller war doch ein Ofen. Vielleicht finde ich da den nächsten Hinweis. Also müssen wir offenbar Rätsel machen. Im Keller, genau. Oder wäre hier unten. Wie gut, dass ich schon da war. Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Strawberry Cakes Stimme. Schon wieder. So. Ich weiß, dass du nicht gefährlich bist. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote...
Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum, da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht, erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Gut. Wenigstens etwas, was ich machen kann. So, jetzt mache ich am besten den Deckel hier zu, damit die nicht mehr wieder rauskommt. Dieses böse, böse Kind. Corinne Tilly. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Der ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Im Goldenen Stör. Was ist das denn für ein Name? Ich störe dich mal im Goldenen Stör. So. Dann gehen wir jetzt mal raus und sagen dem lieben Bankier, dass das Haus nicht zu verkaufen ist. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Ich kriege den Fluch nicht gebrochen. Ich weiß, was da spukt. Du hast einen Göttling im Haus. Sarah. Sie ist ganz schön bockig. Ich habe sie in Ruhe gelassen, aber ich fand, ich sollte es dir sagen. Danke für deine Offenheit. Kannst du das Vieh für mich loswerden? Das kannst du selbst. Verbrenn einfach ein paar Kletten im Ofen. Göttlinge hassen den Rauch. Sarah wird das weitersuchen. Gegen eine Bestie führe ich keinen Krieg. Egal, ob sie groß oder klein ist. Scheiß auf den Göttling. Scheiß auf das Haus. Ich muss nur einen Trottel finden, der es kauft. Ja, viel Spaß. Die wirst du erstmal gar nicht mehr los. Oh mein Gott. Aber typisch Bankiers. Die wollen unbedingt Geld machen. Das war klar. Weg da. Das begreift mal einer. Das begreift mal einer. Ja, ich begreife so vieles. Bah, das Leben im Rinnstein ist nass genug. So. Hilfe, rette mich. Ich rette niemanden, ich rette nur mich selbst. Oh Mann. Elfenblut, was? Hier rein? Jawohl, hier rein. Gut, dann würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao. Das wird dir jeder sagen.